Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Vor einiger Zeit hat es in der U-Bahn von Köln einen Vorfall gegeben. Und zwar ist am helllichten Tag ein Mädchen von mehreren Männern sexuell belästigt worden. Ihre Nöte sind offensichtlich gewesen, sind nicht zu übersehen, weil die U-Bahn ist voll gewesen, aber es ist ihr niemand zu Hilfe, hat ihr niemand geholfen in ihrer Situation. Ich denke, dass mit Ausnahme von der U-Bahn, da dort U-Bahn, das auch in einer Schweizer Stadt hätte können passieren. Wenn man die Leute gefragt hätte, findest du in Ordnung, dass eine junge Frau in der U-Bahn sexuell belästigt wird, hätte jeder gesagt, nein, finden wir nicht in Ordnung. Aber offensichtlich haben die Menschen nicht ihrer Auffassung entsprechend gehandelt, sondern haben durch ihre Passivität die Ausschreitungen billigend hingenommen. Das Auseinanderklaffen von Wissen und Tun ist ein allgemein menschliches Problem. Wenn Gewalt um sich greift, auch in unserer Gesellschaft, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Denken und Tun bei zu vielen Menschen auseinanderklafft. Dass man Unrecht zwar beim Namen nennt, aber nichts dagegen unternimmt. Das ist das grosse Anliegen von der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, wo wir jetzt ein Jahr lang darüber geredet haben. Wort und Tat zusammenzubringen. Heute ist der dritte Advent und ich glaube, es passt sehr gut, das Thema zum heutigen Tag. Ich nehme den letzten Abschnitt aus der Bergpredigt. Die kürzeste Weihnachtsgeschichte von einem Evangelist in der Bibel aufgeschrieben steht im Johannesevangelium und der lautet ein Satz: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die kürzeste Weihnachtsgeschichte, die es überhaupt gibt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und hier geht dann noch ein bisschen weiter, der Vers. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Bei Gott gibt es keine Auseinanderklaffen von Wort und Tat. Das Wort ist Fleisch geworden. Weihnachten bedeutet Inkarnation. Das ist so der theologische Fachbegriff für das. Inkarnation. Da drin ist das Wort Karna. Es gibt verschiedene Firmen, die haben Karna ihrem Namen drin. Delikarna. Zum Beispiel Mikarna, Garna Center. Das sind alles so fleischverarbeitende Firmen. Das Wort wurde Fleisch. Und die Firmen, die sorgen dafür, dass das Grillieren nicht ein Gedankenspiel bleibt, sondern dass das leckere Entrecote zu einer Geschmacksexplosion im Gaumen führt. Dass es Wirklichkeit wird. Dass es ein Erlebnis wird. Das Wort ist Fleisch geworden. Jesus war nicht nur der Ausleger der Heiligen Schriften, sondern er hat es gelebt. In ihm ist Gott selber zu den Menschen gekommen. Gott ist in Jesus gegenwärtig. Das ist Weihnacht. Das feiern wir, das ist Advent. Das Ereignis, dem gedenken wir. Und das hat zu eindrücklichen Geschmacksexplosionen geführt, wo Jesus auf dieser Welt war. Wenn man nämlich so das Evangelium durchliest, zu Matthäus, Markus und Lukas, dann lesen wir
ganz viele tolle Geschichten, wie Jesus gehandelt hat auf dieser Welt. Mit Jesus ist die neue Welt angebrochen. World 2.0, hat Dani Bieri vor 2 Wochen gesagt. Die Stadt auf dem Berg hat Gestalt angenommen mit Jesus, wo in der Bergpredigt beschrieben ist. Es ist eine einzige Kostprobe, das Leben von Jesus, von dieser neuen Welt, vom neuen Reich. Und ich kenne niemanden auf dieser Welt und darüber aus, wo bei dem Wort und Werk Denken und Handeln so übereingestimmt haben wie bei Jesus. Ich möchte ein Beispiel sagen. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Später hat Jesus das eins zu eins gelebt. Als er gefangen genommen worden ist, hat er sich nicht gewehrt. Wo am Knecht vom Hohepriester das Ohr abgeschlagen worden ist, vom Petrus, hat er geheilt, hat das Ohr wieder angemacht. Und am Kreuz noch hat er betet für seine Finde, dass Gott ihnen die Schuld nicht soll anrechnen. Schon im Alten Testament kommt die Redewendung 110 Mal vor und das Wort des Herrn geschah. Ich finde das noch speziell, das Geschehen und Wort, dass das ein Verb ist für Wort geschehen, oder? Man würde sagen, zu Wort gehört reden, hören, philosophieren und so weiter. Aber wir würden das vielleicht nicht unbedingt mit Geschehen zusammenbringen. Aber das Wort vom Herrn geschieht. Gott hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Das stimmt überein. Wort und Tat ist bei ihm eins. Wort geschieht. Können wir da bei uns auch sagen und das Wort geschah? Manchmal vielleicht schon. Ich lese den letzten Abschnitt vor aus der Bergpredigt, wo es genau um das Thema geht. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Da ist von 2 Arten von Menschen geredet. Die erste Art, die hören das Wort Gottes und tun es. Und die zweite Gruppe, die hören Gottes Wort und tun es nicht. Der Unterschied ist das kleine Wort nicht. Im Griechischen noch viel kleiner. Me. Das kleinste Wort, das es gibt, überhaupt im Griechischen, unterscheidet fundamental, ob ein Mensch sein Lebenshaus auf Sand oder auf Felsen baut. Das kleine Wort me. Das Nicht. Und das Wort Nicht hat viele Gehilfen. Leider. Wir stehen extrem, wir alle, ich auch, in der Gefahr oder sind gefördert dabei, das Nicht im Leben zu haben. Hören und nicht tun. Das verflüchste Nicht hat viel Helfer. Nicht hat viel Helfer. Jesus hat selber ist denen nachgegangen in der Bergpredigt. Ich tue jetzt ein bisschen wiederholen, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Die erste Hilfe vom Nicht ist, die anderen sollen. Ich sitze in einer Predigt und denke, wow, ein cooler Gedanke. Hoffentlich hat der das gehört. Das ist der Splitter im Auge vom anderen und der Balken im anderen Auge, im Gleichnis von Jesus. Ich sehe das Defizit vom anderen und merke, dass das wahrscheinlich auch mein Defizit ist, aber ich kann nicht dazu stehen. Ich kann es nicht zulassen. Also die anderen sollten einmal als erste Hilfe vom Nichts. Das zweite ist, ich schaffe es nicht. Ich bin überfordert. Wer möchte, dass die Tugenden vom Himmelreich zu seinem eigenen Charakter werden, der ist nicht darauf zurückgeworfen, ob es können oder nicht können, schaffen oder nicht schaffen, sondern Jesus sagt, wir sollen darum bitten, um die verändernde Kraft von ihm. Wir dürfen ihn bitten. Wir sind nicht auf uns selber geworfen. Ein anderes Hilfe vom Nicht ist, das ist alles viel zu komplex und zu kompliziert. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Jesus hat so viel gesagt, ich weiß gar nicht, wo anfangen.
Und Jesus gibt uns da die goldige Regel, die einfache, handlungsleitende Frage, sagt, hey, da, wo du möchtest, dass andere dir tun, das mach anderen auch. Das ist Kürzung vom Evangelium. Und wenn du nicht mehr weißt, in verlauter Bäumen der Wahl nicht mehr siehst, fang einfach bei dem an. Bei dem ganz einfachen Regel, die goldige Regel. Ein anderes Gehilfe vom Nicht ist, das bringt mich doch in Bedrängnis. Und es ist tatsächlich so, das Tun vom Willen Gottes kann uns in Bredouille bringen. Die Frage ist, wie viel darf uns die Nachfolge von Jesus kosten? Denn, ja, aber der sagt und der hat gesagt, das ist oft Diskussion auch in Kleingruppen, wo man sagt, ja, aber das haben wir auch ganz anders gesehen. Und vor lauter Diskussionen und verschiedenen Meinungen macht man gar nichts mehr. Man sagt, ja, es ist eh nicht ganz klar. Jesus redet auch über da und sagt, es werden viele Propheten in meinem Namen auftreten, falsche Propheten auch, und er wird sie an ihren Früchten erkennen. Er wird den Wolf im Schafspelz an den Früchten erkennen. Denn Christus ist Herr, Christus ist Herr. Jesus hat gesagt, nicht alle, die rufen Jesus, die werden ins Himmelreich eingehen. Lass dich nicht von frommen Worten blöffen, weder in Lieder, noch in Gebeten, noch in Bekenntnis. Nicht steile Bekenntnisse machen zu uns, die Nachfolge von Jesus Christus, sondern zu tun von seinem Wort. Und dann noch eine Hilfe, aber ich lese doch die Bibel und lasse jeden Sonntag eine Predigt. Dann sind wir beim Thema von heute. Es geht nicht darum, um jeden Tag, jeden Sonntag eine Predigt und vielleicht unter der Woche auch noch hin und wieder reinklicken, um sein frommes Gefühl ein bisschen zu befriedigen. Sondern es geht darum, um das, was wir gehört haben, zu tun, sagt Jesus. Wir sollen das tun, was wir gehört haben. Was ist denn das Problem von dem kleinen Wort «meh», «nicht»? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass unser Lebenshaus den Stürmen vom Leben nicht standhalten wird, wenn wir das nicht im Leben haben. Es wird nicht standhalten und Stürme kommen. Stürme im Leben kommen. Es gibt Situationen, wo die Beziehungen zerbrechen. Ganz tragische Geschichten. Es gibt Krankheit. Es gibt Schmerzen. Es gibt Tod. Ich war diese Woche wieder an einer Beerdigung von einem viel zu jungen, von einem Mann, der viel zu jung gestorben ist. Letzten Sommer haben wir die Flutkatastrophe, kein Bild mitgebracht, in Rheinland-Pfalz, von dem Ahrtal, von Ahrweiler. Und immer wieder, gerade im Moment, sind auch die Tornados in Kentucky. Der Monsunregen in Bangladesch, es gibt Stürme und dann zeigt sich, wie gut, dass man bauen hat. Übrigens bin ich nicht ganz sicher, ob nicht auch die Katastrophen, die wir in unserer Welt immer wieder erleben, die Flutkatastrophen, die Tsunami und Tornados und was das alles gibt, ob das nicht auch letztlich die Ursache dem ist, vom Auseinanderklaffen von Wort und Tat. Weil in der Bibel steht, wir sollen die Schöpfung bewahren. Aus egoistischen Gründen, warum auch immer, wir alle, bieten sie aus. Und das ist der Grund auch, dass es Klimaerwärmung gibt und mehr so Katastrophen passieren. Vielleicht ist das ganze Elend von dieser Welt der Folge davon, dass Menschen nicht tun, was sie eigentlich wissen von Gott. Und auch in unserem Leben ganz persönlich, um vom Globalen wieder ins persönliche Leben zurückzukommen. Jetzt wird ja aber nicht bei dem stehen bleiben, bei dem nicht, sondern wie könnte man denn leben, damit es gelingen tut? Und zuerst vielleicht ein Tipp, wir sind gerade im Moment am Umbauen vom Haus. Wir haben einen grossen Umbau hier in Seeon, an der Mosterreihweg 7. Und wir müssen einen Bauingenieur holen, der kostet einen Haufen Geld, weil wir eine Stützmauer rausbauen wollen. Und der gibt uns jetzt Tipps, was wir machen müssen, damit das Haus nachher dem Schneelast und dem Sturm und so weiter kann standhalten. Tipps vom obersten Bauingenieur, die sind gratis. Das ist ein Gratis-Tipp und darum vielleicht für uns manchmal nicht so viel wert. Aber er weiss, weil Sachen Statik in unserem Leben wirklich zählt. Und der oberste Bauingenieur, der sagt, tu Gott das Wort und es wird dir zum Felsen in deinem Leben. Das ist der Tipp vom Baustatiker. Tu Gott das Wort und es wird dir zum Felsen in deinem Leben. Kann man eigentlich, so etwas kann man sich merken. Also das ist ganz wenig, ganz einfach.
Im Unterschied zu den Skizzen, die unser Bauingenieur macht. Tue Gottes Wort und es wird dir zum Felsen in deinem Leben. Der Willy Brandt hat gesagt 1989, dort wo Ostdeutschland und Westdeutschland wieder zusammengeführt worden sind, hat er gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Es wächst zusammen. Es muss da zusammenwachsen, wo zusammengehört. Wort und Tat müssen zusammenwachsen in unserem Leben. Und wir feiern jetzt Advent und dort ist das passiert. Das Wort ist Fleisch geworden. Zum nochmal daran erinnern. Und genau so muss Wort und Tat zusammenwachsen. Das ist die Quintessenz der ganzen Bergpredigt. Wer mit Jesus unterwegs ist, da geht es nicht um Reden, geht nicht um Theologisieren und Philosophieren, sondern es geht ums Handeln. Das Verb Handeln. Jesus hat auch ein paar Beispiele gebracht in der Bergpredigt. Zum Beispiel hat er uns gesagt, er fordert uns auf, dass wir nicht zornig sein sollen und uns an anderen rächen, wenn jemand mir schadet. Ich soll Ausgleich und Frieden suchen, auch wenn es mir schadet. Ja, sogar meine Feinde soll ich lieben. Jesus fordert uns auf in der Bergpredigt, unseren Blick nicht begehrlich nach der Frau oder nach dem Mann vom anderen oder der anderen schweifen lassen. Wir sollen unserem Ehepartner treu sein und das Eheversprechen nicht auflösen. Jesus fordert uns auf, unser Leben nicht durch Streben nach Geld und Gut abzusichern und uns nicht um unsere Zukunft zu sorgen. Eben, das wissen wir, hören wir alles, jetzt sollten wir es noch tun. Jesus fordert uns auf, uns zuerst seiner Herrschaft zu unterstellen und zu tun, was ihm entspricht. Das Tun ist entscheidend, nicht das Wissen und das Diskutieren. Das Handeln, das Tun. Jesus, Jakobus hat gesagt, aber es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt er euch nur selbst. Und der Selbstbetrug besteht in dem, dass wir uns weise machen, wir sind gute, gläubige Menschen, weil wir einen Haufen wissen und einen Haufen Gottesdienste besuchen und einen Haufen Predigten hören, einen Haufen Bibel lesen. Aber wir handeln gar nicht, das ist der Selbstbetrug. Das Tun ist entscheidend. Darum haben wir unseren Kleingruppenleiter empfohlen. Kleingruppen sind dazu da, um das, was wir wissen, versuchen, miteinander ins Leben umzusetzen. Darum haben wir unseren Kleingruppenleiter empfohlen, den letzten Drittel vom Kleingruppenabend dafür zu nutzen, um dieser Frage nachzugehen. Gott, was möchtest du mir sagen, dass ich in den nächsten 2 Wochen umsetzen soll? Und ich bin fast sicher, alle, die in Kleingruppen können, sagen, das ist der schwierigste Teil am Abend. Den lassen wir meistens gerade weg. Es ist viel einfacher, zu philosophieren und zu diskutieren, als wirklich umzusetzen. Es ist viel einfacher. Aber ich möchte alle Kleingruppen ermutigen, da dran zu bleiben und immer wieder den Hebel anzusetzen. Es gibt noch eine andere Stelle, die etwas Ähnliches aussagt, im Johannes 7, Vers 17, und ich kann euch vorenthalten, dort steht, wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst herausrede. Also wer den Willen von Gott tun will, wird Jesus erkennen. Nicht wer auf Gott hört, wird ihn erkennen, sondern wer den Willen von Gott tun will. Und vielleicht, ich weiß nicht, du stehst an dem Punkt in deinem Leben, wo du dich mit Jesus befasst, viele Fragen hast, vielleicht auch redest mit Kollegen darüber und denkst, ich immer ganz sicher bin, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann mache ich dann den Schritt. Der Vers sagt uns, mach den Schritt. Fang an, noch handeln nach dem Wort Gottes und du wirst erkennen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Wir können nicht außen vor bleiben. Unser Gehirn hat eine geniale Fähigkeit von der Habituation. Das bedeutet, es kommen so viel Reiz auf unser Hirn einströmen den ganzen Tag, dass unser Hirn das gar nicht alles verarbeiten kann. Und unser Hirn hat gelernt, unwichtige Reize auszublenden. Ich zum Beispiel, wenn ich im Büro da unten bin, dann höre ich den Zug den ganzen Tag nicht vorbeifahren. Weil ich mich wie das Hirn daran gewöhnt habe, gesagt, dass, wenn der Zug vorbeirattert, das ist nicht wichtig, das kannst du ausblenden. Und wir auf die Türen gezügelt sind, da sind wir neben das Schulhaus angezügelt, wohnen jetzt noch dort, und die ersten 2 Nächte haben wir kaum ein Auge zugetan, weil alle Viertelstunde die Kirchenglocke oder die Schulhausglocke geläutet hat.
Aber nach der dritten Nacht haben wir es nicht mehr gehört. Das Gehirn hat gelernt, das ist nicht wichtig, du kannst weiter schlafen. Lass dir den Schlaf nicht nehmen wegen dem. Also so funktioniert das. Das gibt es auch im geistlichen Leben, gibt es eben auch eine Habituation. Wir hören einen Haufen Predigten zum Beispiel, lesen in der Bibel und so weiter. Anstatt dass wir umsetzen, lassen wir vielleicht nochmal unter der Woche irgendeinen YouTube-Film oder irgendetwas. Wir setzen nicht um und wir merken, dieses Hirn merkt irgendwie, es passiert gar nichts, wenn wir nicht umsetzen, bis der Sturm im Leben kommt, aber meistens kommen die nicht so schnell. Und dann fängt da unser geistliches Hirn fängt an auszublenden und sagt, es ist nicht so wichtig, dass du umsetzt. Du kannst auch anders leben, du kannst auch anders ein gutes, frommes Gefühl haben, entwickeln. Hauptsache, du hast ein frommes Gefühl. Hauptsache, du fühlst dich näher bei Gott. Es spielt doch keine Rolle, ob du das umsetzt. Das macht gar keinen Unterschied. Und da gibt es eine geistliche Habituation. Wir werden immer abgestumpft und immer unerreichbarer von Gottes Wort. Bis wir ganz unerreichbar sind. Die Bibel nennt die Krankheit verstopfte Ohren. Schlimme Krankheit. Jesaja. Darum hat Jesus auf die Welt gekommen. In Jesaja ist die beschrieben, die Krankheit. Das Volk nicht gehört. Wir dürfen nicht nur essen, sondern mit Nahrung auch verwerten. Was passiert im natürlichen Leben, wenn wir nur essen und die Nahrung nicht verwertet? Wir werden krank, wir haben eine Essbrechsucht. Und da gibt es auch im Geistlichen. Dort heisst Krankheit nicht Essbrechsucht, aber es ist etwas Ähnliches. Sondern heisst verstopfte Ohren. Das ist ganz eine tragische Krankheit. Wenn man Gottes Wort tönt, dann wird sie zum Felsen von unserem Lebenshaus. Der David dichtet im Psalm 62, Vers 7, er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Jesus wird zu unserem Felsen im Leben und er wird zu unserer Burg, damit uns nichts geschehen kann, selbst wenn es stürmt im Leben. Auch selbst dann, wenn es schwierige Zeiten kommen, wenn Tragödien kommen in unserem Leben. Wenn wir Täter vom Wort werden, dann entwickeln wir, das ist ein moderner Begriff, eine Resilienz. Eine psychische Widerstandskraft. Und auf starke Stürme können uns nichts anhaben. Das ist der beste Gratisrat vom obersten Bauingenieur in Sachen Baustatik von deinem Lebenshaus. Bau dein Lebenshaus auf dem Fels. Setz um, was du von Gott durch die Bibel weißt. Heute ist der Abschluss vom ganzen Thema Metamorphose. Wir haben uns ein Jahr lang darüber geredet. Ich lese den Vers nochmal zum Abschluss. Römer 12, Vers 2. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Auch da geht es doch ums Tun. Es geht ums Tun. Nicht nur hören, sondern sich verändern zu lassen. Wir müssen, wollen, können Veränderung aber selber nicht bewirken. Das ist wie eine Servolenkung. Früher, als ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, da haben wir noch so alte Traktoren gehabt, da musste man beim Steuern, da musste man richtig streng. Du musst richtig das mechanisch durchdrücken, oder? Heutzutage hat man ja die Servolenkung, da musst du nur noch ein bisschen anstoßen, dann geht es wie von selber. Und so ist es auch mit der Metamorphose, so ist es mit dem Umsetzen von Gottes Wort. Du musst wollen, du musst die Initialzündung geben, wie bei der Servolenkung, dann geht es von selber. Wir sind in der Herausforderung, um persönliche Veränderung zu initialisieren. Durch zielorientiertes Umsetzen von dem, was wir von Gott erkannt haben. Wenn wir Gottes Wort tun, wird es uns zum Felsen. Jesus selber ist der Felsen. Er kommt in unser Leben. Und wenn er in unser Leben kommt, dann wird Gott alles wie automatisch weiter. Alles wird viel einfacher. Unsere Herausforderung ist, innezuhalten und wollen etwas verändern im Leben. Und das ist auch die Nachfolge von Jesus. Die Nachfolge von Jesus ist nicht eine rein geistige, geistliche Angelegenheit. Es ist sehr eine pragmatische Angelegenheit. Das Wort Glauben gibt es eigentlich nur als Verb. Wir sagen es oft so quasi, sagen, wir sind im Glauben. Und dann da so einen Status zementieren. Wir sagen da damit vielleicht, ja, ich gehöre auch zu einer Kirche, ich gehe auch regelmäßig in Gottesdienst, ich stehe im Glauben. Das Wort gibt es gar nicht. Glauben ist ein Verb. Glauben heisst tun.
Und ist nicht in allererster Linie ist da unsere Identität, Jesus ist ein Status. Aber unser Leben mit Gott, das ist Handeln und Tun. Und dazu möchte ich euch einladen. Mit einem Gruß vom obersten Bauingenieur. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du alles vorbereitet hast, dass wir in deinen vorbereiteten Werken wandeln dürfen. Es ist ein tiefes Geheimnis, dass wir nicht selber Veränderung bewirken, dass wir nicht selber handeln müssen, sondern dass du uns zu Hilfe kommst, wenn du kannst zum Felsen auf unserem Leben werden. Herr, lass uns das verstehen. Und bewahre uns da davor, Herr, dass wir irgendwie so fromme Christen werden mit einem steilen Bekenntnis. Aber das Leben redet eine andere Sprache. Wir leben im Moment gerade in einer grossen Herausforderung weltweit. Herr, was bedeutet es jetzt, Nächstenliebe zu leben? Was bedeutet es jetzt, der Nächste höher achten als sich selber? Herr, wir müssen üben, wir müssen lernen. An deiner Hand, Herr, und erleben, wie du zum Felsen wirst in unserem Leben. Und ich bitte dich von Menschen unter uns vielleicht, die noch davor stehen, die sich Gedanken machen über dich, noch nicht wissen, dass sie mit dir anfangen sollen. Herr, gib ihnen den Mut, den Schritt zu machen, damit sie erkennen können, dass du Gott bist, der lebendige Gott, der absolut vertrauenswürdig ist und der Felsen ist in unserem Leben, der uns Stabilität verleiht. Amen.